Hallo zusammen. In diesem kompakten Video geht es um Stufen 4 Klänge und Septimakkorde. Als Grundlage für dieses Video solltet ihr verstanden haben, wie man Stufenakkorde bildet. Das erkläre ich in einem anderen Video, was in der Infobox verlinkt ist. Da geht es allerdings nur um Stufen 3 Klänge, also um Stufenakkorde, die aus drei Tönen bestehen. Hier eine kurze Wiederholung. Wir bilden auf jeder Stufe einer Durtonleiter nach dem Prinzip der Terzschichtung einen Dreiklang. Hier am Beispiel von C-Dur. Die dafür benötigten Töne entstammen ebenfalls der zugrunde liegenden Tonleiter. Sie sind also leitereigen. Es zeichnet sich folgendes Muster ab. Auf der ersten, vierten und fünften Stufe entstehen Dur-Akkorde, also Akkorde mit großer Terz und reiner Quinte, die sogenannten Hauptstufen. Auf der zweiten, dritten und sechsten Stufe entstehen Mollakkorde, also Akkorde mit kleiner Terz und reiner Quinte, die sogenannten Nebenstufen. Auf der siebten Stufe entsteht ein verminderter Akkord, also ein Akkord mit kleiner Terz und verminderter Quinte. Nun wollen wir diese Stufen-3-Klänge zu Stufen-4-Klängen machen. Wir schichten also nach dem gleichen Prinzip noch eine weitere Terz obendrauf und untersuchen dann, welche Akkorde entstehen. Alle benötigten Töne entstammen selbstverständlich wieder der zugrunde liegenden Tonleiter. Am Beispiel von C-Dur sind das also die weißen Tasten. Versucht alles selbst nachzuvollziehen, am besten direkt am Instrument. Auf der ersten Stufe entsteht zwischen dem Akkordgrundton C und dem vierten Akkordton B oder Deutsch H eine große Septime, also 11 Halbtonschritte. Ein C-Dur-Akkord mit zusätzlicher großer Septime nennt man C Major 7. Mehr zum Thema Akkordsymbole und wie bestimmte Akkorde benannt werden, erfahrt ihr in meinem Video zu diesem Thema. Ich habe es in der Infobox verlinkt. Auf der zweiten Stufe entsteht zwischen dem Akkordgrundton D und dem vierten Akkordton C eine kleine Septime, also 10 Halbtonschritte. Einen D-Moll-Akkord mit zusätzlicher kleiner Septime nennt man D-Moll 7. Auf der dritten Stufe entsteht zwischen dem Akkordgrundton E und dem vierten Akkordton D ebenfalls eine kleine Septime. Also heißt der entstehende Akkord E-Moll 7. Auf der vierten Stufe entsteht zwischen dem Akkordgrundton F und dem vierten Akkordton E, wie auf der ersten Stufe, ein Major-Akkord, F Major 7. Auf der fünften Stufe entsteht zwischen dem Akkordgrundton G und dem vierten Akkordton F eine kleine Septime. Ein G-Dur-Akkord mit zusätzlicher kleiner Septime nennt man G7 oder auch G-Dominant 7. Ein Begriff, der daran erinnert, dass dieser Akkordtyp, wie man hier sieht, natürlicherweise auf der fünften Stufe vorkommt und somit die Dominante der Tonart bildet. Ein Exkurs zum Thema Funktionsharmonik findet ihr in meinem Video über Zwischendominanten, was in der Infobox verlinkt ist. Auf der sechsten Stufe entsteht, genauso wie auf den Stufen 2 und 3, zwischen dem Akkordgrundton A und dem vierten Akkordton G eine kleine Septime, also ein A-Moll-7-Akkord. Auf der siebten Stufe entsteht zwischen dem Akkordgrundton B oder Deutsch H und dem vierten Akkordton A eine kleine Septime. Wir haben hier also einen verminderten Dreiklang mit einer zusätzlichen kleinen Septime vorliegen. Da wir ihn auch als Moll-7-Akkord mit verminderter Quinte betrachten können, schreiben wir diesen Akkord als B-Moll-7-B5. Man bezeichnet diesen Akkordtyp auch als halbvermindert. Auf der Tonleiter entstehen also vier verschiedene Typen von Septimakkorden. Auf der ersten und vierten Stufe entstehen Major 7 Akkorde, also Dur-Akkorde mit großer Septime. Auf der fünften Stufe entsteht ein Dominant 7 Akkord, also ein Dur-Akkord mit kleiner Septime. Auf der zweiten, dritten und sechsten Stufe entstehen Moll 7 Akkorde, also Mollakkorde mit kleiner Septime.
Und auf der siebten Stufe entsteht ein Moll7B5-Akkord. Also ein Moll7-Akkord mit verminderter Quinte, B5. Dieses Muster findet sich, genauso wie bei den Stufen-3-Klängen, natürlich in jeder Tonart wieder. Hier seht ihr beispielsweise eine harmonisierte G-Dur-Tonleiter. Und hier eine S-Dur-Tonleiter. Wir können natürlich auch eine Moll-Tonleiter als Grundlage nehmen, beispielsweise die Tonleiter A-Moll. Die entstehenden Akkorde entsprechen den Stufenakkorden der Paralleltonart C-Dur. Sie sind lediglich verschoben. Stufen-4-Klänge bilden beispielsweise die Grundlage für 2-5-1-Verbindungen. Die 2-5-1-Verbindung ist eine Akkordverbindung, die gewissermaßen den Grundbaustein für diverse Jazz-Standards bildet. Darum soll es aber in einem anderen Video gehen. Ich hoffe wie immer, euch hat dieses Video gefallen. Wenn dem so ist, dann vergesst nicht, mir einen Daumen hoch zu geben und meinen Kanal zu abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Bis bald!